So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Den ganzen Tag hat's geregnet, aber heute ist der Raid-Boss-Wechsel auf Zamazenta. Jetzt habe ich einen gefunden. 11.15 Uhr geht er auf. 11.30 Uhr möchte ich den machen. Ich möchte euch die Konda zeigen. Das Ding ist neu in Shiny da. Wir müssen aber jetzt erstmal hier durch diesen Untergang, durch diese Unterführung. Guckt euch das mal an. Sieht es nicht herrlich aus? Da ist eine Treppe, ne? Das ist immer schön, hier durchzulaufen. Boah, die Treppe runter zu stürzen. Und hier unten zu sehen, da liegt der Naturin immer drin. Also jetzt gerade nicht. Der ist nämlich auch schon beim Raid. Jetzt mal auf den Weg achten, dass wir nicht wieder hinschmieren. Ich fahre jetzt ans Ende der Stadt. Suche den Zamazenta Raid. Hol mir dann den neuen Maggis Burger, aber den habt ihr dann gestern schon gesehen, weil das muss ich jetzt für einen Tag später drehen und so weiter. Alles durcheinander, aber die Uhr tickt, Zeitplan, Timing ist alles. So, wie durch ein Wunder habe ich es doch normal zum Raid geschafft. Ich lebe noch, ne? Die Treppe konnte mich nicht besiegen. Aua, aber mein Fuß tut weh. Ich glaube, ich habe mir die Eier gezogen. Da hinten bin ich jetzt angekommen. Das kennt ihr vielleicht, weil das ist die Arena. Das sage ich immer, das sieht richtig toll aus. Guckt euch mal an hier, der Strand, das Meer, der Himmel, die Tür, das Boot. Da ist noch ein Liegestuhl, da ist noch hier ein Schirm und hier ist eine Möwe. Und da denkt man, die Möwe, die sitzt da drauf, aber das ist alles angemalt. Hier jetzt noch ein Bierchen, sich dahin chillen, fertig. Da hinten geht es zum Schwimmbad, also zum Hallenbad. Die Liste ist geknackete voll, gerappelt voll. Es sind sogar 11 Leute gewesen. Da war wieder so ein Durcheinander. Alle haben sich gleichzeitig eingetragen, dadurch wurden alle vergessen. Aber ich nehme immer direkt von oben bis unten direkt denjenigen in der Reihenfolge wie, wo, was. Dass falls doch einer vergessen wurde und die Liste voll ist, der Letzte trotzdem der ist, der zu viel ist und der davor sich eingetragen hatte, berücksichtigt wird. Also ich gehe wirklich ganz fair immer nach der Reihenfolge. Das heißt, Immens Jens wäre die Nummer 11 gewesen, ist jetzt nicht dabei. Er hat gesagt, muss er nicht, kein Problem. Ein anderer hätte den Platz für ihn freigeräumt. Er will aber nicht unbedingt. Er sagt, nee, das ist nicht so wichtig. Er hat ja auch, ich glaube, der hat auch mehrere Accounts, könnte er bei sich vielleicht auch machen in Ruhe. Das wäre nur so gewesen. Trotzdem, Grüße gehen raus an Immens Jens. Danke dafür. Danke auch Shinaya, die wieder mal angeboten hat, freizumachen. Ich habe jetzt hier 4 Handys liegen. Habanero, Samyang, das ist egal. Mal gucken, ob irgendwo ein Shiny draufkommt. Und es ist auch nur noch eine Minute, ich muss euch noch abstellen. So, es ist genau 11.30 Uhr. Ich gehe jetzt hier auf die Arena. Ich schmeiße jetzt hier die Pässe ein. Ich muss jetzt fix die Leute einladen, die sich alle eingetragen haben. Da seht ihr auch, wer da ungefähr dabei ist. Also 10 habe ich zum Einladen. Paco, Matze, Notland, Excavado, Baboyer, Borki. Jetzt muss ich mit den 2 anderen noch rein. Und dann kann ich euch auch gleich sagen, wer die anderen 5 sind, die noch dabei sind. Aber erstmal muss ich warten, dass der Button wieder leuchtet, dass der wieder aktiv ist. Mir ist es jetzt gerade zu unsicher, euch die Konda zu zeigen und dann wieder hierher zu gehen. Dann haben die eingeladen, nämlich wieder zu wenig Zeit. Ich werde zuerst alle einladen und dann gucken, ob ich es noch schaffe, in den Community-Tab zu kommen. Oder ob ich das nach dem Raid vielleicht zeige oder mache. Nicht, dass dann die Zeit von der Lobby um ist und ich habe wieder ein GPS-Drift und fliege aus der Lobby. Sind auf jeden Fall schon 8 Leute drin. Jetzt ist der Button wieder farbig. Wir können wieder drauf. Und haben unten noch Henry Niki, Shenaya, Kaiser Kai, Mystical Miku und Niklas Rippe. 60 Sekunden dürfte aber trotzdem ausreichen. Wir gehen mal kurz rüber in den Community-Tab. So, Kanal, das heißt ja jetzt nicht mehr Community-Tab, das heißt jetzt Beiträge. Da findet ihr hier eine Konda-Liste, das Ding ist Typ Fee. Ihr nehmt also Gift oder Stahl, was alles Gift-Pokémon sind, seht ihr da dann. 21,88 ist der 100er Wert oder mit Wetterbrust 27,35 kann das erste Mal Shiny sein. Und ich habe auch eine Oktober-Umfrage gestartet für das Oktober-Kanal-Maskottchen. Da könnt ihr abstimmen. Ich sag's nochmal. Mein Favorit wäre ja Mega Zobiris. Der passt einfach so schön für den Oktober. Jetzt war das Kanal-Maskottchen Sakyan. Sakyan ist auch jetzt hier im Raid. Dann kommt Zamazenta im Oktober. Aber der hat ja eigentlich mit Oktober nichts am Hut. Ne? Ich würde gerne trotzdem ein Geist-Pokémon irgendwas nehmen.
Dagra ist so ausgelutscht, der war schon immer Giratina, wollte ich erst mit reinnehmen. Das war auch schon so oft Kanalmaskottchen, mega banett. Das ist mir zu nett, aber zu Biris, ist klein, ist creepy, hat einen großen Edelstein dabei. Den finde ich irgendwie am besten. Aber ich entscheide nicht, ihr entscheidet. Ich sage nur, ich hätte das genommen, aber ich selber kann ja gar nicht abstimmen. Wir hauen jetzt hier drauf. Wir sind wohl 14 Leute. Das ist der Hund mit den Bockwürsten am Kopf. Der sieht gut aus. Ich sehe auch hier Metagross. Hier ist Metagross. Also hier sind Krypto-Metagross drauf. Hier sind normale Metagross drauf. Hier drüben liegt Mewtwo. Ist ja auch ein Psycho-Pokémon. Ja. Und Anego. Der letzte Account hat Anego. Anego ist der beste Giftangreifer im Spiel. Anego, eine Ultra-Bestie. Ihr kennt sie. Aber für sowas hat man natürlich eine Metagross-Armee sich hochgezogen. Egal ob das normale sind, egal ob das Kryptos sind. Tanel hatte auch letztens wieder seinen Classic C-Day, hatte den normalen C-Day. Bei jedem Event, wenn es Tanel gibt, geht auf Tanel. Tanel gibt es in den Döner-Raids Stufe 3 momentan noch. Und hat auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Die gibt es noch nicht, die kommt aber noch ins Spiel rein. So, jetzt will ich mal ganz kurz auf den kleinen Accounts durchklicken und euch sagen, wie viel WP da drauf ist und ob ein Shiny dabei ist. 21,25. 21,40. Der ist schon besser, aber passt noch nicht. Kommen wir zum Samyang Bulldog. Der hat 21,8. Ist also schlecht. Und jetzt kommen wir zum Habanero Lime. Um den geht's nämlich jetzt. Ich hoffe, es waren alle drin. Ich hoffe, das passt. Ich glaube, der lässt sich auch gut fangen. Der ist kein Shiny. 21,71. Also das ist der beste aus dem Raid von meiner Seite hier. 21,88 wäre der 100er gewesen. 21,71 ist schon nah dran. Ich denke mal, das ist vielleicht ein 96er sogar schon. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie der Shiny aussieht. Da müsst ihr mich überraschen lassen. Oder der Erste, der eins hat, der postet einfach eins, schmeißt es in den Fanchat rein. Dann sehen wir das. Das Besondere bei Sakyan Samasenda war ja, dass die auch bei Schwert oder Schild noch nicht Shiny sein konnten. Pokémon Go, die jetzt als Shinies einführt. Außer in der Zwischenzeit hat sich das geändert und es gab wieder irgendwelche DLCs oder so, wo die dann drin waren. So, ich verschieß gerade fröhlich die Bälle. Wenn ich an die 10er Marke komme, dann würde ich es vielleicht mit dem Fangtrick machen, also Kreis einstellen, geduldig warten und dann erst werfen. Aber am Anfang, wenn ich noch so viele Bälle habe, haue ich meistens einfach drauf. Und dann ist das Ding ja fast sicher drin. Das ist jetzt hier ein neuer Pokédex-Eintrag auch. Ich habe noch gar keins gehabt und habe beim ersten Fangen jetzt mehr XL bekommen als normale Bonbons. Dabei habe ich nicht mal eine Mega-Entwicklung an. Es ist kein 98er, es ist kein 96er, es ist ein 93er, auch nur mit 15 HP. Mal gucken in der Zeit, wo das Ding jetzt da ist. Ich werde täglich meinen Raid Pass dafür nutzen. Ich werde auch keinen Mega Raid machen, weil Mega Gardevoir bin ich Stufe 3, bin ich alles fertig. Vielleicht kommt das 100er, vielleicht kommt ein Shiny, vielleicht kommt irgendwas wenigstens so 96, irgendwas mit 15 Angriff, dann wäre ich zufrieden. Ansonsten brauche ich das nicht unbedingt. GBL spiele ich eh nicht, für Raids brauche ich das nicht. Finde ich aber cool, irgendwie, dass sie jetzt zurück sind, wieder ein bisschen gehypt, die Leute. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon einen Sakyan Raid gemacht? Habt ihr einen 100er? Habt ihr einen Shiny? Der Main hatte alles als 100. Auch die zwei. Jetzt fange ich bei 0 an. Und es geht um nichts. Das ist okay. Mal gucken, wie weit man kommt mit dem täglichen Pass in der Zeit, wo das Ding da ist. Ob sich das mit dem Shiny ausgeht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt ab zum Maggis Burger testen. Aber den habt ihr dann gestern schon gesehen. Und guckt mal hier. Das ist der MM Pullover. Der Menas Moos Pullover. Mit Kiosk hinten drauf und alle, was dazugehört. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.